Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 Blood and Wine mit Paxis. Wir waren jetzt gerade beim herzoglichen Kämmerer. Jetzt gehen wir mal. Wo gehen wir jetzt hin? Ich glaube, jetzt gehen wir zum Anschlagbrett, oder? Gehen wir erstmal zu den Alchemie-Zutaten. Vielleicht hat der ja mal Vitriol, oder? Ich würde auch Nigredo nehmen, aber Vitriol wäre einfach mal viel, viel wichtiger. Das beste Mittel gegen Komm schon, bitte, gebt mir Vitriol. Bitte, bitte hab Vitriol. So, wo geht's jetzt lang? Ich glaube, hier unten ist der Eingang. Ja. Hat er hier gepennt oder was? Ist es denn hier überall so dunkel, verdammt? So, durchsuchen wir mal die Sachen. Okay. Oh, ein roter Brief. Das ist doch ein Quest. Hä? Warte mal. Information für Turnier. Ach so. Nee, brauchen wir nicht, weil das habe ich auch schon gelesen. Krass, wir wollen gar nichts durchsuchen können. Das ist ja auch interessant. Das heißt, der spielt auch mit beim Turnier wahrscheinlich. Holla, ein Hexer. Endlich ein richtiger Kunde. Sag, was brauchst du? Geißblatt? Ignatiablüten? Diese einfachen Sachen habe ich. Ich brauche Vitriol. Und weil ich es ganz dringend brauche, schau doch zuerst nach, ob du es hast. Vitriol brauche ich. Was du anzubieten hast. Vitriol. Was ist denn das? Trank der Leerung fügt alle Fertigkeitenpunkte, mit denen Fertigkeiten entwickelt wurden, den verfügbaren Punkten hinzu, sodass du sie neu ansetzen kannst. Und das? Der Herstellungstrank stellt alle Fähigkeitspunkte wieder her, mit denen du Motivation entwickelst. Wurden, so dass sie neu investiert werden können. Mutagene zum Entwickeln von Mutationen verwendet wurden, werden nicht wiederhergestellt. Was ist das? Parfüm. Färbemittellösung. Vitriol! Es ist wirklich Vitriol. Ich habe gedacht, okay, das sieht sehr ähnlich aus wie Vitriol, aber ist es das wirklich? Ist es wirklich Vitriol? Es ist nur ein magischer Gegenstand, ich mache Relikt. Oh, like. Sehr geil. Und Nigredo. Oh, das ist mein liebster Kräuterhändler, den ich jemals hatte. I love it. Ich weiß noch gar nicht, was ich mit Nigredo verbessern wollte. Ich glaube, die Bombe oder so, aber... Oh, Baby, 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 ich komme nur noch zu dir. Ich komme nur noch zu dir. Was geht, was geht, was geht? Und bevor wir jetzt weiter mit ihm reden, werde ich mir jetzt auch erstmal eine fette Schwalbe bauen. Bis nächstes Mal. Alter, ist das geil. Dann kann ich auch direkt mal sehen, ob wir direkt die nächste überlegene Schwalbe oder wie die heißt bauen können. Ne, Alchemie, ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Mir dreht gerade mein Handy durch. Bekomme ich einen Anruf? Ne. Handwerk, Alchemie, 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 Alchemie. So, Freunde. Ich glaube, wir wollten einmal diesen Mondstaub bauen. Und dafür haben wir Nigredo gebraucht. Und von den restlichen Sachen haben wir auch noch genug, deswegen können wir das auch ohne Probleme bauen. So, das war aber nicht so wichtig. Und jetzt kommt's, meine lieben Freunde. Was? Was fehlt denn? Weiße Möwe. Was? Weiße Möwe. Ist Weiße Möwe nicht ein Trank für sich? Verwechsel ich das gerade? Weiße Möwe? Weiße Möwe, ah, okay, das war's, okay. Ein Raunlikör, Kirschlikör. Krass, wie viel Schnaps da drin ist. Und Arenaria. Aber von Alraune und Kirsch haben wir auch nur einmal, dann haben wir Glück. So, jetzt aber, Freunde. Wir haben weiße Möwe hergestellt und jetzt ist Schwalbe. Come on. Oh, was geht mir gerade auf den Sack? Was ist denn mit dem Handy los? Es vibriert die ganze Zeit. Ich muss mal auch komplett lautlos machen. Sehr geil. Sehr geil. Weiße Möwe, verbesserte Schwalbe. Ach, das ist schon die verbesserte Schwalbe, die wir haben. Das ist jetzt die überlegene Schwalbe. Ah, okay, sorry. Das ist dann also die beste Schwalbe, glaube ich. Halt, absolutes Raffa-Weisenblatt, das ist auch interessant. Nehmen wir ja auch ständig. Überlegene Absolut von Raffa des Weisen. Brauchen weiße Möwe und Karmin. Karmin, also weiße Möwe ist egal, die müssen wir ja eh so brauen.
Dafür fehlen uns wieder diese Schnäpse. Kamin brauchen wir. Kamin. Wir brauchen Kamin. Mal gucken, ob das auch hat. Das wäre jetzt krass, wenn das auch hätte. Warum hat denn eigentlich so ein Kräuterkundler nicht auch den ganzen Schnaps im Angebot, den man dafür braucht? Okay, Harder sehe ich gerade. Ja, ich hatte nichts gesagt. Kamin. Ich habe überhaupt nicht gemerkt, wie es aussah. Ich bin auch blöd. Ach doch, Kamin. Wir nehmen's. Ich kaufe dann logischerweise direkt alles. So, Kirschlikör. Dredanischen Kräuter, das hat man 1 Million Mal. Mahakama-Schnaps hat man nicht so oft, glaube ich. Der Raunlikör und Zitronenwodka. Ich glaube, jetzt können wir uns sogar diesen Absud bauen. Wie geil ist das denn, Alter? Wir starten hier komplett durch mit den mega krassen, geilen Tränken. Es kann eigentlich uns kein Kampf mehr was anhaben, weil wir uns immer mega krass heilen können. Nice. So, weiße Möwe einmal bitte. Und der Absud. So, brauchen wir jetzt noch irgendwas? Überlegene Katze wäre noch interessant, dann hält die halt länger, aber die verwende ich ja eh so selten wie möglich. Verbessertes schwarzes Blut wäre interessant, weil wir ja manchmal gegen die Typen da kämpfen. Aber, ne, ich glaube, das mache ich dann, wenn ich es brauche. So, jetzt können wir auch mal eine Runde gegen ihn spielen, beziehungsweise fragen, wie sein Laden läuft. Wie läuft das Geschäft? Ah, die Kasse stimmt, aber unter uns, ich langweile mich zu Tode. Ich weiß, was meine Kunden wollen, bevor sie den Mund aufmachen. Glatzköpfe wollen Birkenharz, Damen wollen, was immer Anarietta gerade für ein Parfum verwendet. Wenn nur mal einer was Giftiges bestellen würde. Ah. Ich hab doch nur jetzt gerade geiles Zeug gekauft, oder? Also bitte. Oh, diesmal hat er gar nicht gefragt, der Geralt, aber Quint spielen will. Stimmung für eine Partie Quint. Das macht er immer erst danach, okay. So, dieser bitte nicht wieder so peinlich spielen, Paxel. Reiß dich zusammen und gewinn. Meine Herren. Bom. Ah. So, klirrende Kälte ist gut, Horn ist auch okay. Oh, kein Spion ist scheiße. Und dann nehme ich die Fringilla Vigo mit, weg, wobei ich es halt... Ah, doch, die Nummer weg. Sehr gut, Spion, und das war's dann eigentlich schon. So, wir werden ihn wahrscheinlich wieder einfach gewinnen lassen, die erste Runde. Darauf spekuliere ich erstmal, zumal dieser Spion noch ziemlich stark ist. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, warum der 7 hat, aber egal. Oh, er spielt auch einen Spion aus. Fuck, ich hab gehofft, dass er lieber was anderes noch ausspielt. Wir brauchen eh was Steiges im Friedhof, deswegen nehmen wir das hier noch. Haben wir nämlich sogar einen Angriffspunkt mehr als der Gegner. Überlege gerade, ob ich noch einen zweiten ausspiele, dass ich zwei in den Friedhof reinnehme oder ob ich das mir aufhebe. Na, ich glaube, ich spiele ihn aus, weil er muss dann ja auch noch eine Karte loswerden. Auch wieder eine Kombo-Karte, genau wie die. Das ist immer ganz gut, wenn das dann weg ist. So, 24. Jetzt kann er auch keinen starken Spion ausspielen, ohne dass ich gewinnen würde. So, jetzt muss ich zwei Runden gewinnen, das schaffen wir schon. Xeris. Ein bisschen eklig. Wir haben leider kein Verbrennen. Das ist eine krasse Kombo gewesen. Eieieiei. Wüsste auch nicht, wie wir jetzt. War hier noch irgendwie ein Spion? Ne. Wie wir jetzt noch an Verbrennen rankommen sollten. Deswegen können wir dann eigentlich direkt auf. Klirrende Kälte gehen. Aber die gehen halt nur auf 6 runter. Ne? Das ist halt trotzdem krass. Also, ich glaube, wir werden verlieren. Oh, mein Gegner passt. Na gut, dann wird es wieder einfacher. Aus. 19, war noch eine 10er-Einheit. So. Besser als nichts. Und wir haben sogar gleich viele Karten wie der Gegner. Mal gucken.
Schön, wie ich keine Finte habe. Vielen Dank. Und jetzt hat er natürlich zwei Karten mehr. Fuck, wir haben zwar 7 Angriffspunkte bekommen, aber das ist nicht so geil. Ich spiele mal was Kleines aus, falls er verbrennt hat. Wäre lieber, wenn die Schiffe hier hinten hingebaut werden. Wenigstens verstärken die sich nicht gegenseitig. Bitte kein Verbrennen. Ah, das geht. Oh, geil, den kann ich mir wiederholen. Vielen Dank, perfekt. Ach, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Sehr geil. Besser geht's nicht. Ach, noch ein Spion und eine Finte. In your face, was geht? Komm, jetzt direkt noch ein Spion. Come on, gib mir jetzt noch diesen mysteriösen Elf, oder wie der heißt. Schade. Aber verbrennen, verbrennen, verbrennen. Aber wir haben zurzeit die stärksten Einheiten, ne? Ja. Aber wenn wir Glück haben, vielleicht macht er irgendwas. Wir dürfen aber nicht das Rund ausspielen. Wir müssen warten, bis er irgendwas ausspielt, dass wir ihn verbrennen können. Ich glaube, dann spiele ich erstmal das aus. Oder wir holen uns den mit Finte wieder, dann hat er mit den Simon die stärksten. Das wäre halt geil, wenn man die irgendwie loswerden könnte. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie machen wir das jetzt? Wenn ich jetzt hier noch einen wiederbelebe, haben wir 2 Zehner. Wenn jetzt Finte ausspielt, die ich ja eh nicht brauche, ich kann eh nur einen wiederbeleben. Ich habe nur noch einen wiederbeleben. Ja, dann machen wir das so. Schöne Kombo. Zwei Achter. Okay, jetzt bekommen wir zumindest schon mal statt 2 Siemer 2 Achter kaputt. Das ist doch schon mal nicht schlecht, aber ich glaube, wir verlieren trotzdem. Er hat ja keine Karten mehr. Das heißt, es kann nichts anderes mehr passieren. Wir können nur jetzt noch diese 2 Achter kaputt machen. Wobei, nee, es reicht. Wir haben ja noch das Horn. Ja, das reicht. Oh, einer zu wenig. Mist, Mist, Mist. Oh, Mist. Und der holt ja nur eine 10 Einheit, die auf 20 geht und boom. So. Knapper Kampf, aber gewonnen. Jetzt muss ich mein Deck doch mal optimieren. Ich habe, wie gesagt, keinen Bock, bin jetzt zu faul dafür. Also ist es so spannend, aber dann verliert auch mein Spiel. Hat also auch seine Vorteile. So, jetzt brauchen wir ja auch nichts weiter durchsuchen, weil wir haben jetzt einfach, was wir haben wollten. Nämlich Vitriol und... Sehr geil. Wurde aber auch Zeit, dass wir das geschafft haben. Jetzt gehen wir erstmal zum Schankwirt und dann zum Anschlagbrett, okay? Oder gehen wir zu. Ne, wir gehen zuerst zum Anschlagbrett. Vielleicht ist da ja auch irgendwie ein Nebenquest, das wir dann auf dem Weg hier noch erledigen können. Man weiß ja nie. Ah! Na hallo, ich will doch nur hier vorbei. Ich will doch nur hier vorbei, Geralt. Sorry. Anschlagbrett. Guck mal her. Auftrag, Großmeister Rüstungsschmied. Meisterschmied im Buclair sucht tapferer Mann, um verschollene Schemas zu finden. Der Auftrag ist sehr gefährlich, mit entsprechend bezahlt. Ankündigung eines Faustkampfturniers. Ach stimmt, haben wir auch lange nicht mehr gehabt. Starker Mann, denkst du, dass du unbesiegbar bist, weil du deinen Schwager vermöbelt hast? Gehen dir die Nachbarn aus dem Weg? Dann ist es vielleicht an der Zeit, dass du um den Titel des Faustkampfmeisters von Buclair mitkämpfst. Besiege 3 Champions, bevor du die Ehre hast, gegen den Maestro selbst anzutreten. Weitere Informationen erhältst du beim Buchmacher in San Sebastian und bei den Docks. Bewaffnete Eskorte gesucht. Wir suchen bewaffnete und kampferprobte Personen, die uns gegen vernünftige Gebühr zu Forschungszwecken in die Albertushöhle begleiten. Die Ritter behaupten, die Höhle sei sicher. Daher handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Auguste, Lucien und Hugo Monnard. Beweise dich bei den Tugendproben, werter Leser. Die Jahre vergehen, doch alles Gute und Schöne braucht noch immer Verteidiger. Komm auf die Insel im Lac Sillery und teste bei den Proben deine charakterliche Eignung. Bestehst du, sollst du belohnt werden. Auftrag, Radau auf dem Friedhof. Da sich vom Einwohnerkomitee keiner zuständig fühlt, setze ich das Schreiben nun selbst auf. So kann es nicht weitergehen. Dieser höllische Krach auf dem Friedhof macht uns alle verrückt und keiner unternimmt was dagegen. Ich weiß, dass wir es alle hören. Selbst Madame Bouquet hat berichtet, dass der Lärm sie die ganze Nacht wach hält und sie wohnt weiter vom Friedhof entfernt als wir alle. Falls es einen Hexer gibt, der diesem Geschrei, Gejammer und Gezänk Ende bereiten kann, bezahle ich ihn aus eigener Tasche. Einfach im Schlauberger nach Charles Lanzano fragen, das bin ich.
Ah, das ist wahrscheinlich dann sogar die der Schank in, also in der Schankstube so. Gesucht, diskret. Also, was sind denn hier nur Quests dran? Hier war ja keine einzige Puzzle-Geschichte, nur Quests. Gesucht, diskreter Spezialist. Gesucht, Fachmann, der das Mysterium um Reginald de Aubrys Denkmal untersucht. Anforderungen, höchstes Arbeitsethos, absolute Diskretion und Erfahrung mit übernatürlichen Umständen. Außerdem wünschenswert, tadelloses Auftreten, ästhetisches Empfinden, Kenntnisse in moderner Bildhauerei. Nähere Details bei Rolande de Flac-Fauci, Kurator für Kunst und Sammelobjekte. Flac de la Vie. Könnte sich lohnen, schöne der Sache Melodie zu. So, ich denke jetzt, eines davon muss da in diesem... muss in diesem Schankhaus da drin sein, aber... wir schauen uns... wir beginnen jetzt in das Schankhaus. Ich denke, da ist da drin. Ah, und die haben auch die Singer noch. Und die haben ja noch eins. Oh, verdammt. Wahrscheinlich ist hier oben auch noch was. Also, naja, egal. Ich gehe jetzt noch in dieses eine Schankhaus und von diesem Schankhaus aus dann schauen wir uns an, was für... für Quests wo liegen. Wenn ich in dem Schankhaus drinstehe im Moment. Ich habe immer schon davon geträumt, in den Norden zu reisen. Abgeschlossen? Ist dann wohl nicht der Eingang. Bäckerei. Ich will aber doch eigentlich zu dem Schankhaus. Unsere Ritter sollten... Hexer! Hexer! Die Hansen! Zerstöre sie! Die Hansen? Welche Hansen? Ich klaue hier natürlich nichts. Geil. Schöner Bäcker mit seinem eigenen Schild, aber man kann ja drinnen nichts machen. Also ist der Eingang wahrscheinlich da oben, denke ich mal. Ich weiß es nicht. Ah, hier irgendwo? Entschuldige dich. Sorry. Sind wir jetzt im Schankhaus drin, oder? Oh, interessante Bilder. Schöne Tapete. Was sollen denn die ganzen Skelette da durch den Menschen? Hä? Das ist doch nicht die Schankhaus. Wir sind da wieder in irgendeinem privaten Haus drin. Fuck! Wie kann man sich denn so oft verirren? Schön eingerichtet. Und jetzt auch direkt... hä, es ist irgendwelche Probleme mit der Helligkeit und mit dem Bild, habe ich das Gefühl. Egal. Aber so hell wie es da oben war, das hat mir besser gefallen als dieser ganze dunkle Mist hier. Also auch das ist nicht der richtige Eingang. Ich dachte, weil hier alles sitzen und essen, gehört es zum Schankhaus. Fuck man, wie komme ich denn jetzt da rein? Hier geht's noch weiter. Ach hier, ah, okay. Fasanerie. Ach, Fasanerie ist es jetzt aber bitte. Also, so bevor wir jetzt irgendwas machen und mit irgendjemandem reden, mache ich erstmal meine Ankündigung wahr. Meine Drohung quasi. Und wir schauen uns an, was das so von Nebenquests. Oh, ach krass. Eieieiei. Die überladen einen ja direkt. War das in Witcher 3 auch so, dass man am Anfang... nee, oder? Da ist man nicht so überladen worden mit irgendwelchen Nebenquests. Egal. Mal gucken, ob ich jetzt auch alle mitbekomme. So, mehr als ein Meister. Mehr als ein Meister. Mehr als ein Meister. Ist hier. Das ist schon mal ultra nah. Das ist schon mal sehr nah. Okay, mehr als ein Meister. Merken wir uns. Weinfäden Belgard. Ist weiter weg. Dann ist es auch egal. Ritter zu Diensten. Erfülle die Aufträge, die der Kämmerer dir gegeben hat. Ah, okay, ja. Das brauchen wir gar nicht machen. Das sind, glaube ich, so Sachen, die werden sich dann... ja, das sind so... Nebenquest-Geschichten mit Fragezeichen verbunden, das werden wir wahrscheinlich dann eh einfach so nebenbei machen, ohne dass wir da das Quest an sich verfolgen müssen. Ritter zu Dienst, mehr als ein Meister, Weinfeder. Ein von denen, nämlich in Buclair. Ist weiter weg, alles klar. Ein von denen, nämlich in Buclair. Ritter zu Diensten gewinnt das große Turnier von Buclair. Wo ist das? Ah! Okay, dann ist das bis jetzt am nächsten, aber ich will trotzdem erstmal gucken, was die anderen so anbieten. Wobei, nee, das ist egal. Wir nehmen das noch als nächstes. Wunderbare goldene Sonne.
und treffen uns dann mit dem. Aber das machen wir natürlich erst, nachdem wir jetzt hier das abgehakt haben. Man erzählt viel über dich. Stiefel abstreifen vor dem Eintreten. Nicht schmatzen, nicht mit den Fingern essen, nicht mit dem Messer in den Zähnen stochern. Was? Ach, ich scherze nur. Du, Herr, bist offensichtlich nicht im Stall geboren. Willkommen in der Fasanerie, der besten Herberge im ganzen Herzogtum. Vielen Dank, meine Liebe. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschö, tschö, bis morgen.